blauäugig wie ich bin, am frühen Morgen eine Blitzpartie spielen? Ah, ich kann da mal was nachgucken. Nope. Ich guck einfach mal. Nein. Russisch wird hier nicht angesagt sein. Zack. Ich gebe einfach mal die Öffnung rein, wo ich weiß, dass der... wo der MM4, MM5, wo die so semi-gut gespielt haben. Guck mal nach, was er hier spielt. Und das ist nämlich einer dieser Kandidaten. Also diese Öffnung. D7, D6. Ich will deinen Springer fesseln. Dass mein Springer gefesselt wird, ist nicht angesagt. Das Problem wird dann sein, dass er irgendwann, der MM4 irgendwann klein rochiert hat. Und ist diese Festung nicht losgeworden. D4, B3. What's going on? Und ich will mal sehen, ob er sich das hier auch so ankreiden lässt. Man muss dazu sagen, der MM4 hat 32 Kilobyte Programm, er hat 64. Und das kann aber nicht primär an der Eröffnungsbibliothek liegen. Ich hochiere trotzdem mal klein, weil ich nehme an, er wird so lange nicht hochieren, wie ich nicht hochiere. Das ist interessant. Er rochiert nicht. Das habe ich damals manchmal nur drauf gehabt. Ich habe quasi so lange nicht rochiert, wie mein Gegner nicht rochiert hat. Also wenn er dann klein rochiert hat, habe ich groß rochiert. Ich habe da schon mitunter knallhart auf Gewinn gespielt. E8 Gerd. Castle Short Incoming. Jetzt kann ich ja Springer G4 ziehen. Wenn er G5 zieht, mache ich Springer H6, schlägt Schach. Läufer G5 schlägt. Das sollte da nicht so gesund sein für ihn. F4, weiß ich nicht. Bauer schlägt, Turm schlägt, G5. So, das ist so ein bisschen das Problemkind des MM4, diese Stellung. B7, C8. Ja, du glaubst ja wohl nicht, dass der jetzt lang genug da stehen wird, damit hier das noch hier zu regeln ist. So, Dame H5. Ja, warum nicht? Erstmal Dame H5. Tod erstmal Dame H6 schlägt. Und dann F4. G8 H7. Das Spiel muss jetzt natürlich geöffnet werden, ist ja klar. Der F-Bauer ist noch nicht beweglich. D8 B6. From Mephisto with check. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nach H1 ziehe. Um gegebenenfalls bei König H2 nicht ständig diese Diagonale offen zu haben. Nicht, dass dann D5 kommt, dann Läufer D6 auf Turm F4 schlägt. Also sämtliche lästigen Festungen müssen verhindert werden. Was ich ganz okay finde, sind die Figuren. Und so wie er gerade hier steht, kann ich die Uhr auch gut ablesen. Also das Display. E5, F4. So. Ja, jetzt droht schon tödlich Turm F6 schlägt. Dann ist H6 nicht mehr zu retten. B6, C5. B6, C5. I can't reading because I can't reading. Ich könnte auch ganz wild jetzt Springer D5 ziehen. Das ist die Idee, ist darin, wenn er mit dem Bauern nimmt, den Turm auf E6 zu schlagen, dass die ganze Stellung dann blockiert ist. Die Dame kann ich nach E7 zurück zum Beispiel. Die Linie ist blockiert. Ich drohe Springer F6 Schach. Also Damentausch habe ich keine Lust drauf. Ich will das schneller beenden als mit Damentausch. Springer D5. D5 schlägt, Turm F6. Das droht ja dann, Turm H6 schlägt Schach und das muss irgendwie, hat die Diagonale nicht zum Rauslaufen, also F6 nicht. E5 nimmt er einfach mit der Dame. So, das sind so Züge, die gefallen mir.
Der nächste Zug ist dann stiller Zug. C6, D5. So, alle Puppen aus meiner Hand. B4, D2. Was ist das denn jetzt schon wieder? What the fuck? Aber ich kann hier Turm F7 schlägt Schach spielen. Turm F7, Dame F7, König A8, Matt. Warum gibt er nicht auf? Ach, Martin 3 schreibt er schon da. What's going on? What you make for a move? King H8? You kidding me? Wahrscheinlich ist das der Zug, der das Matt am meisten hinauszögert. Ja, Martin 1, ich weiß. Schachmatt. Mal gucken. Zug Nummer 24. Also die Schwäche ist ja nicht ganz losgeworden. Mit diesem Strickmuster. Auf die gleiche Art und Weise kann es auch den MM4 platt machen. Ja, schade eigentlich. Wenn man jetzt die Öffnung programmieren